haben heute 7 Nähideen für dich, die du für Vatertag nähen kannst. Wir sind Ute und Nicole von GenuTV. Die erste Nähidee für den Vatertag, die wir für euch vorbereitet haben, ist eine für echte Sparfüchse und Upcycler. Und zwar, das haben wir schon bei ihr längerem mal genäht, eine Schürze aus einer alten Jeans. Ja, da musst du gar nicht viel besorgen, wenn du irgendwo noch eine alte Jeans, vielleicht auch vom Papa eine alte Jeans umfahren hast, dann kannst du aus der einfach eine Tüllschürze nähen. Das ist dann auch eine tolle Sache, weil dieser Jeansstoff ist sehr robust, Funkenflug oder sowas, macht dann auch nichts, ist ja nur eine alte Jeans. Durch diese alte Jeans hat die Schürze dann auch einen sehr maskulinen Look. Unsere zweite Idee sind Boxershorts. Die kann man wirklich ganz einfach selber nähen und man kann sie mit oder ohne Hosenschlitz nähen. Das ist ja so ein bisschen Geschmackssache auch bei den Männern. Wenn sie ohne Hosenschlitz genäht werden, dann näht man da vorne einfach zu und dann ist auch das Problem mit Knopf und Knopfloch erledigt. Wir haben dafür ja unsere eigen designten Stoffe verwendet und die findest du, wie auch das Schnittmuster, auf unserer Webseite. Die dritte Nähidee für den Vatertag ist ein Kulturbeutel, und zwar unser Kulturbeutel Brooklyn. Wir haben den extra mal für Männer designt, haben ihn dann auch aus einem Kunstleder genäht, um dem Ganzen noch so ein bisschen einen männlichen Touch zu geben. Und der Kulturbeutel ist sehr beliebt. Mein Mann benutzt den immer gerne, wenn er auf Geschäftsreisen geht, weil er hat einen schönen Kulturbeutel, er ist sehr geräumig, es passt richtig viel rein und ja, ist auch von der Farbe und eben mit dem Leder doch auch sehr männlich. Die vierte Idee für den Vatertag ist ein richtiges Upcycling-Projekt. Wir haben vor längerer Zeit schon mal diese Boxen aus Tetra Paks genäht. Sie sind eigentlich ganz toll, wenn man irgendwas in einem verstauen will. Bei uns sind es natürlich Nähsachen im Nähzimmer, aber die Boxen sind auch toll zum Aufbewahren von Gartenutensilien oder vielleicht auch für die Werkstatt, um irgendwelchen Kleinkram da rein zu sortieren und darin aufzubewahren. Du kannst größere und kleinere Boxen nähen. Wir haben die genäht aus einmal den 1 Liter Milchkartons, aber auch aus den 1,5 Liter Saftkartons. Und es gibt dann eben auch unterschiedlich große Boxen. Du kannst die Tetra Paks überraschend gut mit der Nähmaschine nähen. Also unsere hat es überhaupt nichts ausgemacht. Sie hat es super gut verkraftet und auch super gut hinbekommen. Den Stoff für diese Tasche, den hat mein Mann auf dem Stoffmarkt gesehen. Ja, er geht mit mir auf den Stoffmarkt, ist ein ganz lieber Mann. Und als er die gesehen hat, hat er gleich gesagt, oh, da könntest du mir doch mal eine Tasche nähen. Die lasse ich dann im Auto liegen und wenn du mir ins Einkaufen schickst, dann haben wir nicht immer das Problem, dass ich keine Tasche habe. Ja, und so haben wir es jetzt gemacht. Eine ganz einfache Tasche, wir nennen sie die Bulli-Tasche, weil eben Bullis draus sind. Und das ist eine ganz tolle Idee eigentlich auch für Männer, weil ja Männer auch mal was rumtragen müssen. Unsere sechste Idee war so ein bisschen heikel bei uns am Anfang, weil ich zu meinem Mann gesagt habe, so, ich nähe jetzt für dich mal eine Handtasche. Und dann, aber als er die dann gesehen hat, und es ist ja eigentlich ein bisschen mehr Rucksack als Tasche, da war eigentlich Feuer und Flamme und geht eigentlich gar nicht mehr ohne sowas aus dem Haus. Und wenn er es im Auto liegen lässt, er kann da alles reintun, die Sonnenbrille, die Papiere, wir wohnen hier nah an der Grenze und brauchen öfters mal einen Ausweis, den zweiten Geldbeutel für die andere Währung und so weiter und so fort. Und gerade im Sommer, wenn man keine Jacke anhat, dann haben Männer immer das Problem, ja, Geldbeutel geht gerade noch in die Hose, aber was mache ich mit dem Rest? Und mit der kleinen Slingbag ist das dann gar kein Problem. Also sie wird bei uns heiß geliebt. Die siebte Idee für den Vatertag ist auch schon wie die sechste wieder so eine, ich sag mal im weitesten Sinne eine Männerhandtasche. Etwas größer jetzt als die Slingbag, die wir gerade hatten. Ja, da passt auch mal ein Laptop rein oder eben ein DIN A4 Blatt. Man kann sie Crossbody tragen. Ich weiß nicht, ich habe auch schon, ich glaube, mein Bruder hat die auch schon mit dem Fahrrad zusammen benutzt. Also sehr beliebt bei den Männern in unserer Familie und wird da auch sehr gern benutzt. Und sie ist super einfach zu nähen. Das ist ein ganz frühes Projekt von uns und sie ist nicht gefüttert. Wie gesagt, schau dir am besten mal die Videoanleitung dazu an, dann siehst du, wie einfach die zu nähen ist. Für alle diese Nähideen, die wir dir jetzt vorgestellt haben, findest du das Schnittmuster bei uns auf der Webseite und den Link dazu in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch und schau dir auch noch diese beiden Videos hier an. Bis zum nächsten Mal!
Tschüss.